Ich hab mal aus dem Schnitzel ein Cordon Bleu gebastelt. Mit Kartoffeln aus der Heißluftfritteuse. Und das geht so. Jetzt bin ich mal gespannt. Was willst denn du schon wieder? Du guck. Ja, dann halt den Mund. So, erstmal nimmst du Kartoffeln, die schneidest klein, haust in die Fritteuse und dann nimmst du deinen Schnitzel und klopfst das platt. Mit einem Fleischklopf. Kannst du auch einen Topf nehmen oder was weiß ich was. So, wenn er platt geklopft hat, dann kommt da Salz und Pfeffer drauf, Kochschinken und Käse und dann wird es untereinander geklappt und dann bist du fast fertig. An der Seite habe ich das ein bisschen festgespießt, damit da nichts rausläuft. Das ist ein bisschen lang, dein Spieß, oder? Ja, später in der Pfanne habe ich es auch abgeschnitten, habe ich es gemerkt. Bisschen Salz und Pfeffer kommt noch drauf. Und wenn die Kartoffeln in der Heißluftfritteuse fast fertig sind, hau ich noch ein bisschen Paprika damit rein. Wann isst du Paprika? Ja, du sagst ja, ich soll mehr Gemüse essen. So, das wird das Fleisch nochmal von außen gesalzt und gepfeffert, dann kommt das in Mehl, in Ei und dann in Paniermehl. Ja, aber ich habe dieses Panko-Mehl genommen, das ist ein bisschen gröber. Dann nochmal ein Ei, damit das Käse nicht rausläuft. Das Käse. Ja, wie heißt das sonst? Der Käse. Weil ist Käse männlich, der kommt aus der weiblichen Kuh. Ach ja, stimmt. Ja, wieder was dazugelernt. So, jetzt wird das zweimal ordentlich paniert und dann kommt es in ordentlich Öl rein. Dann wird das schön angebraten, die Kartoffeln, die sehen auch schon gut aus. Das wird einmal gewendet, dann sieht das noch besser aus. Und wenn das fertig ist, gebraten, also gebrutzelt, dann nimmst du die Holzspieße raus, die Kartoffeln aus der Fritteuse, da kommt ein bisschen Salz drauf. Und Pfeffer. Nee, Paprika. Auf die Kartoffeln. Ja, Mann, du fragst doch nicht so doof. So, und dann ist das Fleisch schon fertig. Also, das ist ein Cordon Bleu à la Vosmic für alle die, die jetzt wieder rummeckern. Das hat nichts mit Cordon Bleu zu tun. Ich fand es auf jeden Fall mega lecker. Die Kartoffeln waren schön knusprig. Bisschen Pfannsahne aus der Tetra Pak habe ich da noch aufgemacht. Und dann kannst du schon genießen. Und jetzt grüß deinen Nachbarn, genieß dein Leben. Bis dann. Tschüss.